Michael, 26 Punkte, Tabellenplatz 2. Normalerweise müsstest du richtig glücklich sein, aber so ganz zufrieden scheinst du noch nicht zu sein. Naja, wir wissen ja, im Sport gilt grundsätzlich, dass man nicht zufrieden sein sollte, weil das immer gefährlich ist, dass man dazu neigt, dann vielleicht einen Schritt weniger zu tun. Dafür gibt es keinen Grund. Es ist richtig, dass wir nach 13 Spieltagen eine ordentliche Ausbeute haben, aber wir müssen einfach dranbleiben. Wir müssen konzentriert weiterspielen bis zur Winterpause und so viele Punkte wie möglich einzusammeln, damit wir eine gute Ausgangsposition haben für die Rückrunde. Wenn ich die Jubelszenen immer so bei Toren sehe, scheint es so zu sein, dass die Mannschaft schon richtig gut zusammengewachsen ist. Sehe ich das richtig? Das ist in der Tat sehr, sehr erfreulich. Man hat es letzte Woche gesehen beim 6-1 gegen Sandhausen, dass diese neu zusammengestellte Mannschaft schon eine relativ homogene Einheit ist in relativ kurzer Zeit. Die Jungs arbeiten sehr, sehr intensiv und sehr, sehr gut mit dem Trainerteam zusammen und haben verhältnismäßig gut gepunktet zu einem Zeitpunkt, in dem wir erwartet haben, dass es noch ein bisschen unruhiger laufen konnte, eben durch die vielen Veränderungen, die wir im Sommer vornehmen mussten. Was auffällig ist, viele junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs sind dabei, Schulz, Brooks, Holland. Kann das nur der Weg von Hertha BSC sein, mit jungen Spielern wieder dahin zu kommen, wo man sich eigentlich ja auch fühlt in die erste Liga? Ja, das ist idealerweise natürlich der Wunsch, dass so viel wie möglich eigene Spieler, eigene Talente den Weg in die erste Mannschaft schaffen. Wir wissen beide, das hängen eine Menge Faktoren davon ab, dass das funktioniert. In erster Linie müssen die Jungs natürlich auch die Chancen, die sich bieten, selber nutzen. Zum anderen braucht es aber auch einen Trainer, der das dementsprechend begleitet. Und das macht Jos Luhukay sehr, sehr gut und sehr, sehr intensiv. Und hat es so beispielsweise geschafft, dass Fabian Holland, dass John Anthony Brooks sich festgespielt haben, sich Stammspieler nennen können zum aktuellen Zeitpunkt. Nico Schulz mittlerweile wieder fest zum Stamm der Mannschaft gehört und andere natürlich auch.